ein reicher Mann in Teheran. Aber mit den Jahren musste er erfahren, wie gewonnen, so zerronnen. Ali bin Ahmed Ben Nasser hat es nicht so leicht als Ehemann, denn er musste nähren, weil sie ihm gehören, 77 Frauen. 77 brauchen Kleider, jede will ihren eigenen Schneider. 77 mal Friseur und ein Auto mit Chauffeur, ja. 77 haben alleine 154 Beine. Allesamt brauchen Strumpf und Schuh und wer weiß noch was dazu. Ali bin Ahmed Ben Nasser hat die Esat bis oben an. Und so denkt er endlich, ist ja auch verständlich, wozu leiden, lass dich scheiden. Ali bin Ahmed Ben Nasser, damit fängt das dicke Ende an. Das war zu verwiegen, wer gewinnt schon gegen 77 Frauen? 77 Rechtsanwälte leben nun auch von seinem Gelde. 77 Schreiber gar wollen auch ihr Honorar. 77 Scheidungsgartis machen die Arbeit auch nicht gratis. Ali muss zahlen noch und noch und verliert am Ende doch. Ali bin Ahmed Ben Nasser war ein reicher Mann in Teheran. Aber die Gesetze fraßen seine Schätze. Kohle muss er schieben, nichts ist ihm geblieben, außer seine